Geschätztes Publikum, willkommen bei SIPCast, der Podcast-Reihe des Center for Intellectual Property and Competition Law der Universität Zürich. Ich bin Peter-Georg Picht und diskutiere heute mit führenden Kartellrechtlerinnen und Kartellrechtlern über eine der Facetten der wohl anstehenden Revision des Schweizerischen Kartellgesetzes, die mit am meisten zu reden gibt, nämlich die oft unter dem Schlagwort Motion Française gefasste mögliche Änderung des Artikel 5 Kartellgesetzes. Es ist eine Freude und Ehre, dass heute mit mir dazu diskutieren wollen Andreas Heinemann, Professor an der Universität Zürich und Präsident der Schweizerischen Wettbewerbskommission, Astrid Waser, Partnerin bei der Kanzlei Lenz und Stehelin und Werner Berg, unser EU-Experte, ein EU-Kartellrechtspartner bei Latham & Watkins in Brüssel. Ohne weitere Verzögerung darf ich dir, lieber Andreas, das Wort geben, damit du uns in die Thematik einführst und ein bisschen die Sichtweise der Behörde auf diese mögliche Reform darstellst. Vielen Dank, Peter. Und da wir in diesem SIPCast unter erheblichem Zeitdruck stehen, möchte ich meine Darstellung in 4 Punkte komprimieren. Erstens Ausgangspunkt. In 5 Absatz 1 Kartellgesetz heißt es, Abreden, die den Wettbewerb erheblich beeinträchtigen, sich nicht rechtfertigen lassen, sowie Abreden, die zur Beseitigung wirksamen Wettbewerbs führen, sind unzulässig. Und für die Wettbewerbsbeseitigung gibt es dann die 5 Vermutungstatbestände in 5 Absatz 3 und Absatz 4 KG. Es herrschte Unsicherheit darüber, wie das Adverb erheblich auszulegen ist. Es geht also um ein Tatbestandsmerkmal in unserem Kartellartikel. Die Praxis war über die Zeit uneinheitlich und ich betone uneinheitlich sowohl bei den Behörden, bei der Wettbewerbskommission als auch bei den Gerichten. Insbesondere gab es keine einheitliche Linie in der Frage, ob in allen Fällen die Erheblichkeit auch quantitativ zu bestimmen ist. Das Bundesgericht entschied 2016 in Gaba, dass bei Vorliegen eines Vermutungstatbestands und nach Umstoßung der Vermutung grundsätzlich von Erheblichkeit auszugehen sei. Grundsätzlich, das Wort ist sehr wichtig. Also in der Regel keine quantitativen Aspekte zu prüfen seien. Das Bundesgericht stützte sich auf die anerkannten Auslegungsmethoden, ging auch ausführlich auf die Entstehungsgeschichte der Norm ein. Zweitens die Motion. Die Motion Française setzt nun beim GABA-Entscheid des Bundesgerichts an und ich zitiere den Titel der Motion. Kartellgesetzrevision muss sowohl qualitative als auch quantitative Kriterien berücksichtigen, um die Unzulässigkeit einer Wettbewerbsabrede zu beurteilen. Zitat Ende. Der Antrag des Motionärs besteht darin, dass Artikel 5 KG in diesem Sinne zu präzisieren sei und dass also das GABA-Urteil des Bundesgerichts zu korrigieren sei. Der Motionär gibt in der Motion 2 wesentliche Gründe für seinen Vorstoß. Erstens, der GABA-Entscheid des Bundesgerichts beeinträchtige die Rechtssicherheit. Ich zitiere aus der Motion, gegenwärtig kann die WEKO potenziell gegen jegliche Form der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen mit der Begründung vorgehen, dass dies potenziell den Wettbewerb beeinträchtigen könnte. Zitat Ende. Schon hierzu eine Bemerkung, jegliche Form der Zusammenarbeit unrichtiger kann es nicht sein. GABA betrifft nur die 5 Vermutungstatbestände. Zweiter Grund für die Motion, die Kooperation zwischen Unternehmen werde erschwert. Zusätzlich, wenn man in die Diskussion im Parlament schaut, in den Räten schaut, findet man noch weitere Argumente. Ständerat Fonse hat besonders betont, dass es ihm um die horizontalen Wettbewerbsabreden geht, also nicht um die vertikalen. Und er hat hinzugefügt, dass die Arbeitsgemeinschaften durch die GABA-Rechtsprechung in Gefahr seien. Die Motion Fonse wurde durch beide Räte angenommen. Drittens, Vorentwurf des Bundesrats. Der Bundesrat schlägt in seinem Vorentwurf in der laufenden Vernehmlassung vor, dass ein neuer Artikel 5 Absatz 1 bis KG eingefügt werde, der lauten soll, ich zitiere, bei der Beurteilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung sind qualitative und quantitative Kriterien zu berücksichtigen. Zitat Ende. Und das war es auch schon mit Punkt 3.
Ich komme zu Punkt 4, zur Kritik. Was hat es mit den Argumenten der Motion auf sich? Zunächst zur Rechtssicherheit. Das Gegenteil ist der Fall. Der Gabe-Entscheid des Bundesgerichts hat Rechtssicherheit gebracht. Vorher war nicht klar, wie die Erheblichkeit zu prüfen ist. Es kam zu widersprüchlichen Entscheiden des Bundesverwaltungsgerichts. Der Vater des schweizerischen Kartellgesetzes, Marino Baldi, hat einen Aufsatz verfasst mit dem Titel Zweimal Hü und zweimal Hot beim Schweizer Kartellgericht. Einerseits gab es GABA, BMW, die sagten grundsätzliche Erheblichkeit von Vermutungstatbeständen. Und in Baubeschläge und Altimum wurde auf eine quantitative Prüfung verwiesen. Es handelt sich bei GABA nicht um eine neuartige Wendung, sondern um eine Rückkehr zu dem, was mit dem Kartellgesetz von 95 beabsichtigt war. Die Erheblichkeit ist eine Bagatellklausel, nämlich ein De Minimis-Kriterium. Konkret, die grundsätzliche Erheblichkeit gilt für die 5 Vermutungstatbestände. Darauf kann man sich bestens einstellen. Die Arbeitsgemeinschaften werden in ständiger Praxis anerkannt. Es ist unerfindlich, wo die Befürchtung herkommt, dass GABA die Arbeitsgemeinschaften gefährde. Die WEKO weist ständig darauf hin, auch die Vertreter der Kommission und des Sekretariats weisen ständig darauf hin, dass Arbeitsgemeinschaften mit dem Kartellrecht vereinbar sind, ob nun vor oder nach GABA. Was spricht ansonsten gegen die Motion? Die Motion Francais fügt sich auch nicht in vergangene und pendente Revisionen ein. Es gibt einen Widerspruch zur Fairpreis-Initiative beziehungsweise zum Gegenvorschlag, der umgesetzt wurde. Der geht ja davon aus, dass die Regeln über absoluten Gebietsschutz nicht ausreichen und dass man deshalb das Konzept der relativen Marktmacht benötige. Jetzt setzt man schon am Ausgangspunkt an und schwächt die Anwendung des Kartellgesetzes im Bereich des absoluten Gebietsschutzes. Zweitens besteht ein Widerspruch zu den Anliegen der Motion Fournier, die unter anderem die Verfahren verkürzen möchte. Die Motion Foncey würde dazu führen, dass die kartellrechtliche Prüfung wieder deutlich aufgeladen wird mit Untersuchungen zur Marktabgrenzung, zu den Marktanteilen, zur Marktabdeckung der betreffenden Verhaltensweise. Überall kann man ökonomische Gutachten ins Spiel bringen. Das würde die Verfahren erheblich verlängern. Die Motion Foncey und der KG-Vorentwurf in diesem Punkt bilden einen Rückschritt. Aus meiner Sicht ist die Änderung abzulehnen. Herzlichen Dank für dieses engagierte und überaus konzise, zeitperfekte Plädoyer, lieber Andreas. Und gleich hören wir eine divergierende Sichtweise, wie ich mal vermuten würde. Astrid, bitte, was sind deine Gedanken zur Thematik? Ja, besten Dank, Peter. Sehr gerne werde ich dazu Stellung nehmen. Die Motion Francais bringt aus meiner Sicht ein für die Praxis in der Schweiz wichtiges Thema auf. Kritikpunkt der Motion Francais ist, wie wir das bereits gehört haben, der GABA-Entscheid. Mit welchem für Beschränkungen im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 und 4 KG die per se Erheblichkeit verfügt wurde. Quantitative Auswirkungen oder sagen wir besser, effektive Auswirkungen auf den Markt müssen nicht mehr geprüft werden. Die Motion Francais und nun auch der Vernehmlassungsentwurf sehen vor, dass dieser Automatismus korrigiert wird und neu bei allen Abreden, auch bei Beschränkungen nach Artikel 5 Absatz 3 und 4 quantitative und qualitative Auswirkungen geprüft werden müssen. Aus meiner Sicht ist diese Gesetzesvorlage zu begrüßen und dies insbesondere aus 3 Gründen. Die GABA-Entscheidung bewirkte, dass bei Abreden nach Artikel 5 Absatz 3 und 4, wie gesagt, automatisch die per se Erheblichkeit angenommen wird. Und dies unabhängig von der Art der Abrede und unabhängig von den konkreten Umständen. Anders als in der EU wird seit GABA nicht mehr geprüft, ob die Abrede im Einzelfall tatsächlich eine hinreichende Beeinträchtigung des Wettbewerbs erkennen lässt. Es wird also nicht mehr der Inhalt der Bestimmungen und die mit ihr verfolgten Ziele oder die wirtschaftliche und rechtliche Zusammenhang, in dem die Abrede steht, geprüft. Auch ob die Abrede effektiv umgesetzt oder befolgt wird, ist unerheblich in der Schweiz.
Die vorgeschlagene Regelung korrigiert diesen Automatismus. Die neue Regelung bedingt, dass der Inhalt der Regelung und das verfolgte Ziel sowie die effektive Beeinträchtigung im Einzelfall geprüft wird. Zweitens birgt der Gabeentscheid das Risiko, dass die Tatbestände nach Artikel 5 Absatz 3 und 4 ausgeweitet und zu schematisch beurteilt werden. Es werden also Sachverhalte unter Artikel 5 Absatz 3 oder 4 subsumiert, die eigentlich nicht darunter fallen dürften. So wurde beispielsweise eine Exklusivbezugsverpflichtung unter den Tatbestand von Artikel 5 Absatz 4 subsumiert, obwohl solche Exklusivbezugsverpflichtungen auch gemäß Vertikalbekanntmachung grundsätzlich nicht als Kernbeschränkungen gelten. Das Risiko, dass die Tatbestände ausgeweitet werden, wird mit der neuen Regelung reduziert. Drittens wird die neue Regelung auch nicht zu einer Aushöhlung der Schweizer Regeln oder zu Rechtsunsicherheit führen, sondern vielmehr zur Rechtssicherheit beitragen. Bei harten Kartellen, wie beispielsweise einem horizontalen Preiskartell, welches effektiv von den Marktteilnehmern umgesetzt wurde, werden auch unter der neuen Regelung die qualitativen Elemente so stark zu gewichten sein, dass die quantitativen Elemente gegeben sein dürften. Rechtsunsicherheit bezüglich der Unzulässigkeit solcher Abreden wird es daher keine geben. Sie sind und bleiben kartellrechtlich unzulässig. Die notwendigen Abklärungen werden auch zeitlich nicht zu einem Mehraufwand führen. Bei anderen Abreden, wie beispielsweise horizontalen Kooperationen, R&D-Kooperationen oder Kooperationen über den gemeinsamen Vertrieb, welche in der Praxis sehr häufig vorkommen, wird es indessen eine Einzelfallbeurteilung brauchen. Denn solche Abreden haben nicht den Zweck, eine Wettbewerbsbeschränkung zu bewirken und sollten entsprechend auch nicht unter diese GABA per se Erheblichkeit fallen. Es sind also nicht nur die viel diskutierten AGs, die einer neuen Regelung bedürfen, sondern die zahlreichen weiteren Abreden, die in der Wirtschaftspraxis sehr häufig auftreten. In Bezug auf diese Regeln braucht es mehr Flexibilität und wie in der EU Safe Harbor Regeln und keinen Automatismus. Damit bringen die neuen Regeln bezüglich dieser Abreden mehr Rechtssicherheit. Auch bei vertikalen Abreden ist die Prüfung der quantitativen Auswirkungen notwendig, da diese grundsätzlich als weniger schädlich angesehen werden und ebenfalls nur in seltenen Fällen bezweckte Abreden darstellen dürften. Insgesamt ist daher aus meiner Sicht die vorgeschlagene Regelung zu begrüßen. Das wäre mein Input zu dieser Diskussion. Ein intensives Spannungsfeld, wie wir gehört haben, zwischen den Positionen hier aus der Anwaltschaft und der Behörde. So diskutiert die Schweiz, lieber Herr Berg. Und wie nimmt sich das jetzt alles unter europäischem Recht beziehungsweise aus EU-Sicht aus? Wollen Sie uns einen kleinen Überblick geben, wie sich die Frage im EU-Kartellrecht darstellen würde? Herzlichen Dank, Herr Picht, sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung. Eine kurze Korrektur. Ich bin nicht Partner bei Latham & Watkins. Ich war vorher 20 Jahre Partner bei verschiedenen internationalen Anwaltskanzleien. Ich bin Knowledge Management Counsel bei Latham & Watkins, also sozusagen jemand, der sich mit Wissen und Expertise befasst. Und vielen Dank für die Einladung in dem Zusammenhang. Passt gut in mein Portfolio. Knowledge passt jedenfalls. Entschuldigung für den Fehler. Ich hoffe, dass ich damit aufwarten kann. Herr Picht, Herr Heinemann, Astrid, aus europäischer Sicht, glaube ich, müssen wir über verschiedene Aspekte des Äquivalentes Artikel 101 AJV nicht sprechen. Unternehmen, Vereinbarung, abgestimmte Verhaltensweise. Können wir alles voraussetzen, ist auch hier nicht im Zentrum des Problems. Es geht, glaube ich, um die Wettbewerbsbeschränkungen. Im europäischen Recht haben wir, wie Sie wahrscheinlich alle wissen werden, die Unterscheidung zwischen der bezweckten Wettbewerbsbeschränkung, also Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs wird bezweckt oder eben in der zweiten Alternative bewirkt. Und wir hatten im Hinblick auf die Bezweckung oder den Zweck der Wettbewerbsbeschränkung eine Reihe von Fällen, die jetzt im Carte Bancaire-Urteil zu einer gewissen
Ruhe gekommen ist, da wurde ihm festgestellt, dass die bezweckte Wettbewerbsbeschränkung nur in bestimmten, eher eng begrenzten Ausnahmefällen anzunehmen ist und, wie Astrid Waser richtig sagte, in der Tat geprüft werden muss, und zwar im Hinblick auf Inhalt, Ziele, rechtliche Zusammenhang, betroffene Waren und Dienstleistungen, Struktur des Marktes und tatsächliche Bedingungen des Marktes und gegebenenfalls aber nicht notwendig, und das war auch nicht Bestandteil von Carte Bancaire, sondern andere Urteile, die Absicht oder der Handelnden, die ist aber nicht erforderlich, um zu einer bezweckten Wettbewerbsbeschränkung zu gelangen. Letztlich haben wir also einen relativ engen Ausnahmefall. Allerdings muss ich sagen, dass meiner Lektüre des Schweizerischen Kartellgesetzes, und ich muss natürlich hinzufügen, dass ich kein Experte des Schweizerischen Kartellrechts bin, soweit reicht meine Knowledge also nicht, und daher kann ich auch keine wirkliche Aussage zu den von Astrid Waser betroffenen Fällen treffen, aber nach meiner abstrakten Lesung der speziellen Vermutungstatbestände im Schweizer Kartellgesetz in dem Paragraphen 5 handelt es sich eigentlich durchweg um Fallkonstellationen, die nach europäischem Recht schon aufgrund der Gruppenfreistellungsverordnung, die man zur Qualifizierung von Kommissionsseite zumindest heranzieht, um bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen. Das heißt, da gibt es eine gewisse Übereinstimmung der Vermutungstatbestände mit der Qualifikation von Wettbewerbsbeschränkungen als bezweckte. So, jetzt haben wir im EU-Recht die Konstellation, dass das frühere Erfordernis der Spürbarkeit, das eben zusätzlich zu den meines Erachtens rein qualitativen Kriterien aus Carte Bancaire noch quantitative Kriterien hinzugezogen werden mussten. Das aber seit der Expedia-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen nicht mehr der Fall. Wir hätten also, wenn ich die Parallele ziehen darf, und möglicherweise können Sie mich korrigieren, wenn mich sozusagen mein Verständnis des Schweizer Rechts insofern in die Irre leitet, kein Erfordernis von quantitativen Beurteilungen für den Kanon, der in Paragraph 5 explizit aufgeführten Wettbewerbsbeschränkungen. Das heißt, letztlich würde man dann nach der Struktur des europäischen Rechts nur noch über die de minimis Bekanntmachung, also Situationen, in denen man gemeinsamen Marktanteil von, ich glaube, 10% hat oder in 10% hat in Wettbewerbsfällen und Nicht-Wettbewerbsfällen 15% aus dem Anwendungsbereich des EU-Kartells hinausfallen, beziehungsweise man würde gar nicht in den Anwendungsbereich kommen, weil wir keine spürbare Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels haben. Das ist eben nochmal ein Abgrenzungskriterium zwischen dem nationalen und dem europäischen Recht. Das heißt, wir hätten also hier nach meinem Dafürhalten schon eine gewisse Diskrepanz zu der Wertung nach schweizerischem Recht. Ein Wort vielleicht zu den Arbeitsgemeinschaften, die ich im Vorfeld bei der Lektüre der Motion Française und der Vernehmlassungen gesehen habe, die wohl ein Motiv darstellen für die Motion Française. Meines Erachtens, jedenfalls aus Sicht des europäischen und deutschen Kartellrechtlers, beruht das auf einem Missverständnis. Denn oder zumindest sehe ich das in Deutschland und auch in der EU, auch wenn es da gewisse Diskrepanzen im Verständnis des Arbeitsgemeinschaftsgedankens gab, hat die Motion Française eigentlich damit wenig zu tun. Denn letztlich ist der Arbeitsgemeinschaftsgedanke darauf beruhend, dass man etwas gemeinsam erreicht, sei es horizontal, sei es durch Nichtwettbewerber,
was man alleine nicht erreichen könnte. Und da kann man natürlich verschiedene Kriterien hinzuziehen. Auf europäischer Ebene wird dies sehr stark objektiviert beurteilt. In Deutschland, in der Historie, hat man durchaus auch subjektive Kriterien zugelassen. Das heißt, die wirtschaftliche Erwägung, ob man ein gewisses Projekt gemeinsam implementieren kann oder nicht. Das kann man entsprechend beschneiden und zurückschneiden, aber ich sehe hier wenig Zusammenhang mit jedenfalls den Vermutungstatbeständen im Schweizerischen Kartellgesetz. So, damit sind, glaube ich, meine 5 Minuten auch erschöpft. Ja, vielen Dank und Sie wurden gut genutzt. Vielen Dank für diesen Tour d'Horizon, nicht nur durch das EU-Kartellrecht, sondern auch die EU-Sicht, / deutsche Sicht auf Argen und auch schon eine kurze Bewertung der schweizerischen Vorhaben. Jetzt, Andreas, haben wir gehört die Sicht von Astrid und wir haben gehört Eindrücke aus dem EU-Recht. Was scheint dir als Antwort darauf, als Widerrede gleichsam oder beipflichtende Rede noch interessant? Ja, ich würde gerne auf die 3 Punkte von Astrid reagieren und dabei auch Bezug nehmen auf die Analyse des europäischen Rechts durch Werner Berg. Der erste Punkt ist, für mich ist es sehr wichtig zu unterstreichen, dass das Bundesgericht in Gaba keine per se Erheblichkeit von Vermutungstatbeständen angenommen hat. Das Wort per se findet sich nicht im Gaba-Urteil des Bundesgerichts. Das Bundesgericht sagt, dass die Vermutungstatbestände nach Widerlegung der Vermutung grundsätzlich erheblich sind. Wir wissen alle, was das für einen Riesenunterschied macht, der Unterschied zwischen per se und grundsätzlich. Von jedem Grundsatz gibt es Ausnahmen und das Bundesgericht lässt diese Möglichkeit ausdrücklich zu. Und in der Literatur gibt es Vorschläge, die anknüpfen an das, was Werner Berg ausgeführt hat, den wichtigen Carpentier-Entscheid des Europäischen Gerichtshofs beispielsweise. Und es wird vorgeschlagen, dass man eine Ausnahme vom Grundsatz der Erheblichkeit zu machen hat, wenn die Koordinierung, ich zitiere hier Carpentier, nicht in sich selbst eine hinreichende Beeinträchtigung des Wettbewerbs erkennen lässt. Und der Vorschlag liegt auf dem Tisch, dass das zum Beispiel der Fall ist in Konstellationen wie in Carpentier, wo es um komplizierte mehrseitige Märkte ging mit interessanten ökonomischen Effekten. Da lag dann keine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung vor. Das kann man rezipieren im schweizerischen Recht als Durchbrechung des Grundsatzes der Erheblichkeit. Auch ist vorgeschlagen worden, andere nützliche Kooperationsformen in den Genuss einer solchen Ausnahme vom Grundsatz der Erheblichkeit kommen zu lassen, wie zum Beispiel Einkaufsgemeinschaften. Also hier gibt es allergrößte Flexibilität und Zusammenfassung in einem Satz. GABA-Entscheid des Bundesgerichts bedeutet nicht automatische Erheblichkeit von Vermutungstatbeständen. Zweiter Punkt, die Befürchtung, dass durch GABA die Auslegung der Vermutungstatbestände in 5 Absatz 3 und 5 Absatz 4 exzessiv vorgenommen werden könnte. In GABA geht es nicht um die Auslegung der Vermutungstatbestände. Da geht es um den Begriff der Erheblichkeit. Wie die Vermutungstatbestände auszulegen sind, das ist Gegenstand von anderem Fallrecht. Und wenn ich einfach nur einmal den letzten Entscheid des Bundesgerichts zitieren darf zu den Livre en Romandie, den Dargaud-Entscheid, da ging es um die Frage, ob absoluter Gebietsschutz vorliegt in Verträgen zwischen Verlegern und Diffuseur in der Schweiz. Und da ist die Wettbewerbskommission zum Beispiel zurückgebunden worden. Da wurde eine ganz genaue Auslegung des Begriffs absoluter Gebietsschutz vorgenommen. Und im Endeffekt waren dann nur noch 24 Vertragsverhältnisse übrig, in denen absoluter Gebietsschutz angenommen wurde. Und das Bundesgericht in Dargaud sagte, ja, die Klauseln vom Typ, ich nenne die mal XYZ, sind kein absoluter Gebietsschutz, aber die Klauseln vom Typus M, N und O sind absoluter Gebietsschutz. Also hier findet eine ganz differenzierte
Auslegung der Vermutungstatbestände statt und keine exzessive Ausweitung, sondern eine vorsichtige Auslegung. Also ganz im Gegensatz zu der Befürchtung, dass die Vermutungstatbestände ausgeweitet werden könnten. Und dritter Punkt, Rechtssicherheit. Das ist für mich der wichtigste Punkt. Ich bleibe dabei, die Rechtssicherheit, die wir erreicht haben durch den Gabeentscheid des Bundesgerichts, die würde durch die vorgeschlagene Änderung gefährdet werden. Und ich darf auch hier einen konkreten Fall erwähnen. Das ist der Altimum-Fall. Altimum-Fall ist der Fall, in dem das, in dem die Wettbewerbskommission vertikale Preisbindung festgestellt hatte und vom Bundesverwaltungsgericht aufgehoben wurde. Warum? Weil die Wettbewerbskommission hatte noch nach Korrektur durch das Gericht noch 39 Fälle von vertikaler Preisbindung festgestellt. Es gab aber 333 Händlerbeziehungen. 39 von 333 sind 12%. Und das Bundesverwaltungsgericht sagte, dass eine Marktabdeckung von 12% quantitativ unerheblich sei. Damit fiel die gesamte Arbeit weg. Wir hatten in 39 Verträgen auch nach Überprüfung durch die Gerichte vertikale Preisbindung gefunden. Das reichte nicht. Freispruch. Das wurde durch das Bundesgericht dann korrigiert, das in Anwendung der GABA-Grundsätze sagte, nein, das hier liegt natürliche Erheblichkeit vor, eine grundsätzliche Erheblichkeit von Vermutungstatbeständen und eine solche, ja, das sind jetzt meine Worte, willkürliche Festlegung von Prozentzahlen bei der Marktabdenkung, die würden das ganze Gebäude zum Einsturz bringen. Ich meine, wann findet eine Wettbewerbsbehörde schon einmal 39 tatbestandsmäßige Verhaltensweisen? Das ist ein sehr seltener Fall. Das ist eigentlich für eine Wettbewerbskommission, im Leben einer Wettbewerbskommission, ein Glücksfall. Und wenn man dann sagt, quantitativ unerheblich, dann kann man den Tatbestand der vertikalen Preisbindung auch gleich streichen. Also ich sehe das sehr kritisch. Ne? Die Rechtssicherheit ist durch GABA gestärkt worden. Vielen Dank. Schön, dass wir noch ein paar Minuten haben. Schon jetzt mein Dank an die Rededisziplin von Ihnen allen und euch allen. Bevor ich das Wort wieder an Astrid Waser und dann wohl möglicherweise nochmals an Andreas Heinemann gebe. Ich hätte eine ganz lange Liste von Fragen von meiner Seite und ich muss mich ganz sehr restringieren, dass Sie alle reden und nicht ich so viel, ich so wenig wie möglich. Zumindest vier Punkte, die Sie vielleicht oder ihr in euren Antworten mitschwingen lassen könntet. Erstens würde mich interessieren, gerade auch von dir, Astrid, die WEKO hat ja einen konkreten Gegenvorschlag unterbreitet. Wie findest du den? Zweiteiliger Regelungsvorschlag. Zweitens, es ist klar, dass auch nach GABA im Rechtfertigungseinwand quantitative Elemente berücksichtigt werden können. Inwiefern löst diese Möglichkeit denn nicht, dass mit der Motion Francais, sagen wir mal, auch in ihrem weitergehenden Anwendungsbereich oder im Wichtigkeitsbereich über die Argen hinaus verfolgte Ziel, dass man genügend quantitative Analyse betreibt, wo sie erforderlich ist. Damit meine ich ausdrücklich auch die Beweislastsituation. Also warum genügt vielleicht der Rechtfertigungseinwand nicht, gerade auch in der Praxis, praktischen Anwendung durch die Behörden und die durch Gerichte. Dann hat mich erstaunt die Frage, ob nach GABA der Inhalt von Abreden nicht mehr angeschaut wird. Ganz erklärt sich mir das nicht, denn auch nach GABA muss ich ja zunächst mal entschieden haben, dass eine Abrede überhaupt unter 5 Absatz 3 Absatz 4 fällt. Und wie mache ich das ohne Ihren Inhalt, also ohne wenigstens Ihren Wortlaut zu betrachten? Das will mir nicht einleuchten. Vielleicht müssen wir dann aber den Begriff Inhalt noch mal näher ausleuchten. Sonst würde ich zu der Meinung tendieren, dass der Inhalt im Sinne von der Formulierung der Abrede schon immer angeschaut werden muss. Sonst wissen wir ja gar nicht, dass wir in einem Hardcore-Tatbestand sind. Und die vierte Frage, falls ihr das griffbereit haben solltet, mich würde einfach mal ein, zwei ganz konkrete Fallbeispiele interessieren, wo die Behörde keinerlei quantitative Analyse post GABA durchgeführt hat, obgleich
ersichtlich eine quantitative Reichweite der Abrede wirklich fraglich war. Also dass der letzte Punkt zielt gemeinsam mit meinem ersten bisschen so drauf, where is the beef? Also ist es denn wirklich so, dass wir eine ganz große Verschiebung der quantitativen Analyse bekommen würden mit dieser Andersregelung? Astrid, bitte. Ja, besten Dank für die sehr schwierigen Fragen, die ich hoffentlich mit meinen Mitreden beantworten kann. Das erste ist der Vorschlag der Wettbewerbskommission. Aus meiner Sicht ist es sicherlich notwendig, dass man den Vorschlag jetzt weiter diskutiert. Ich würde aber beim vom SECO vorgeschlagenen Systematik bleiben, dass man also qualitative und quantitative Kriterien jeweils prüfen muss. Dass aber zum Beispiel in der Botschaft klargestellt wird, dass es eben bei diesem Beispiel, das ich gebracht habe, bei harten Kartellabsprachen, also wenn ein horizontales Preiskartell besteht, dass in diesem Fall das quantitative Element eben vernachlässigbar ist, weil es auf jeden Fall gegeben sein dürfte. Also bei der Systematik würde ich beim Vorschlag des SECO bleiben. Aus meiner Sicht würde das auch zu Rechtssicherheit führen, weil man dann bei gewissen Tatbeständen klar wie in der EU davon ausgehen kann, dass es eine Restriction by Object ist, bei denen das quantitative Element, also sofern dass die Abrede umgesetzt wurde, wohl in den meisten Fällen gegeben sein dürfte. Bei den anderen Abreden, die ich erwähnt habe und bei denen du, Peter, vorher gesagt hast, dass auch bei diesen Abreden sicherlich eine Inhaltsprüfung erfolgt und eben die erste Frage gestellt werden muss, ist es denn eine Abrede nach Artikel 5 Absatz 3 und 4? Da bin ich bei dir, das wird natürlich heute schon gemacht, in gewissen Fällen meiner Ansicht nach zu extensiv. Aber diese Prüfung muss gemacht werden, das ist die zentrale Prüfung. Was jedoch nicht gemacht wird, und da glaube ich, das ist der Gegensatz zur EU, dass diese Abrede wird nicht in den wirtschaftlichen Kontext gestellt, weil man nach GABA diesen Automatismus, den Andreas Heinemann so richtigerweise gesagt hat, es ist nicht ein Automatismus und vielleicht nicht immer eine per se Erheblichkeit. Jedoch sind die Ausnahmen so klar, unklar, dass man auch in der Beratungspraxis mehr oder weniger hilflos dasteht und nicht weiß, wann diese per se Erheblichkeit und in welchen Fällen diese durchbrochen werden kann. Also mit Ausnahme der Arges, wo es klar scheint, wie die Beurteilungspraxis der WECO ist. Aber bei horizontalen Zusammenarbeitsformen haben wir sehr wenig Safe Harbors in der Schweiz, also sehr wenig Guidance. Hier sind wir in der Praxis bei der Beratung oft in schwierigen Lagen, weil wir die Zusammenarbeitsformen beurteilen müssen, aber nicht genau wissen, wie die WECO diese beurteilen würde. Und da denke ich, ist es wichtig, also wenn man einen Tatbestand nach Artikel 5 oder Absatz 3 oder 4 hat, muss man diesen in den Kontext stellen. Das war mein Punkt. Also hier geht es mir darum, dass man schaut, was ist das Marktumfeld? Und dann beurteilt, handelt es sich wirklich um eine Wettbewerbsbeschränkung. Ich glaube, dieser Schritt, den gibt es in der EU und der würde bei uns fehlen oder der fehlt bei uns. Ja, ich glaube, das waren deine Punkte. Jetzt muss ich mich erst wieder mit Ton machen. Vielen Dank, Astrid. Andreas, ein ganz kurzes Schlusswort von dir. Mit oder ohne meine Punkte, die ich so gemein am Schluss noch so quer reingeschossen habe? Ja, dann vielleicht nur zwei Bemerkungen. Die erste ist, wenn Unternehmen Unsicherheit verspüren darüber, ob ihr Vertrag konform ist mit dem Kartellgesetz, steht das Sekretariat der Wettbewerbskommission immer sehr gerne zur Verfügung. Die Wege bei uns sind kurz, die Möglichkeit der Beratung besteht und ich verweise auch auf die publizierte Tätigkeit des WECO-Sekretariats in Sachen Einkaufsgemeinschaften, wo die ökonomischen Kontexte ja im Detail gewürdigt wurden und wo große Spielräume bestehen. Und das Zweite ist, wir haben noch nicht über die internationale Ebene gesprochen. Es gibt die OECD-Empfehlung zu den Hardcore-Kartellen. Dort steht ausdrücklich drin, dass es Standard ist in den Industriestaaten und dass es empfohlen wird, das auch so zu halten, dass Hardcore-Kartelle
ohne Prüfung von Auswirkungen zu verbieten sind. Das ist der internationale Standard. Die EU kommt demnach durch die Figur der bezweckten Wettbewerbsbeschränkung. Das US-amerikanische Antitrust-Recht kommt demnach durch die Per-se-Verbote für die Horizontalkartelle, für die Hardcore-Kartelle. Und wir im schweizerischen Recht sollten dem nachkommen durch die grundsätzliche Erheblichkeit von Vermutungstatbeständen. Danke. Ich wollte dich nicht zu sehr abschnüren, Andreas, hättest du sonst noch einen dritten Punkt bringen wollen zu meinen Fragen? Also die 30 Sekunden haben wir auch noch. Ja, ich würde sonst schon noch sagen, dass die dass der ökonomische Zusammenhang, dass der zum Beispiel auch bei der Prüfung von 4 Absatz 1 hergestellt wird, liegt überhaupt eine Wettbewerbsabrede vor, wird eine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt oder bewirkt? Da kann ich anknüpfen an die Ausführungen von Werner Berg zum europäischen Recht. Da haben wir sehr viel Ökonomie drin und ansonsten besteht doch auch großer Konsens, ne, unter denjenigen, die das Gesetz gemacht haben, dass der Schwerpunkt der ökonomischen Prüfung bei der Effizienzrechtfertigung liegen solle, bei der Prüfung von 5 Absatz 2. Da könnte ich auf Fälle hinweisen, wo eine sehr intensive Auseinandersetzung mit aktuellsten ökonomischen Erkenntnissen in der Industrieökonomik stattgefunden hat. Zum Beispiel unsere Praxis zu den Multilateral Interchange Fees bei den Kredit- und Debitkarten. Und die Wettbewerbskommission verfügt über die besten Industrieökonomen. Das Sekretariat verfügt über ein Drittel Ökonomen. Die ökonomische Analyse unserer Fälle liegt uns sehr am Herzen. Danke. Und meine allerletzte Frage mit Bitte um auch wieder eine ganz knappe Antwort geht an Herrn Berg und schwingt sich so ein bisschen aus dem schweizerischen Revisionskontext hinaus. Mich würde einfach ganz persönlich Ihre ganz persönliche Einschätzung interessieren. Wir hatten jetzt die Intel-Entscheidung viel beachtet. Wir hatten die Carte Bancaire-Entscheidung, von der heute schon die Rede war. Wo geht denn so der ganz große Trend in der EU-Kartellrechtsanwendung hin, jetzt unabhängig von der Detailfrage, die wir heute diskutiert haben? Sind wir auf dem Weg zu more economic approach oder less more economic approach als vielleicht vor 5 Jahren, 10 Jahren? Intel insbesondere zeigt, dass es auf jeden Fall more economic approach sein wird. Ein wenig natürlich zu erklären daraus, wie der Intel-Fall jetzt zurückkam zum Gericht erster Instanz, nachdem das Gericht zunächst die Intel-Entscheidung der Kommission konsentiert hat, hat dann der Europäische Gerichtshof das EuG zurückgepfiffen und dann ist natürlich das EuG besonders intensiv in die Prüfung insbesondere des ebenso effizienten Wettbewerbers eingetreten. Aber ich sehe es schon, dass insgesamt die Richtung in More Economic Approach geht. Ich sehe vor allem auch, dass bei der Kommission eine erhebliche Bestrebung besteht, sich auf die größeren Fälle zu konzentrieren und die größeren Fälle dann entsprechend unter Zuhilfenahme aller zur Verfügung stehenden ökonomischen Instrumente zu prüfen, wohingegen man sich bemüht, bei den kleineren wettbewerbsmäßig weniger wichtigen Fällen mehr abzuschichten und vielleicht Erfahrungswerte zur Geltung kommen zu lassen und dann die Dinge auch schneller durchzuwinken. Das ist ja auch durch gesetzgeberische Reformen im Hinblick auf Ausweitung der vereinfachten Verfahren in der Fusionskontrolle schon reflektiert worden. Und diesen Prozess sehe ich eigentlich sich fortsetzen. Vielen Dank, sehr interessant. Also das europäische Recht in einer Gabelbewegung, mehr quantitative Analyse bei den Großen, weniger quantitative Analyse bei den Kleinen. Ich danke euch und Ihnen allen für den SIPcast heute. Das war sehr spannend, finden sicherlich auch unsere Zuhörer und Zuschauer. Ihnen allen einen guten Tag und auch Ihnen allen, die uns zugeschaut und zugehört haben. Vielen Dank.